Auch noch schnell. Und da ist er. Guck mal, so schnell geht das einfach. Scheiße, ich habe meinen Freund getötet. Fuck. Scheiße. Ja, Tena. Das ist ein Danzum. Sie geht doch jetzt da, ne? Reden geht um. Charles Lee, Mountmath, was da da hat. Was da gönn hat, du Masse. Sie noch hat ein Patriot. Reden hat den Juni. Durant Saga. Was da gönn hat, seh te. Oh, Doktor, geh, komm, der Rio. Runo Dio, oh, der Gönn. Und wenn du gut da zum war. Ich hab meinen Freund umgebracht. Fuck. Da musste ich meine eigenen Freunde umbringen, ey. Nur wegen Charles Lee. Ich wette, das gibt noch richtig schöne Rache von mir, da liegt er. So, wo muss ich hin? Dann laufe ich mal. Es gibt ja leider kein Pferd. Krass. Hat mich jetzt ein bisschen geschockt, dass ich eigene Leute umbringen musste. Von meinem Volk. Summer, ey. Wo kriege ich eigentlich neue Pfeile her? Das würde mich mal interessieren. Muss ich mir die kaufen oder? Oder? Keine Ahnung. Boah, da ist der Weg. Boah, ich laufe einfach mal querfeld ein. So, komm. Ich hoffe nur, dass ich jetzt keinen. Genau, ich wollte keine ungebetenen Gäste. Das war ein ganzes Wolfslager, glaube ich, da, ey. Wenn man auf die Karte geachtet hat, da waren ganz viele davon von den Wölfen. Ah, da ist ein Dorf. Hier bin ich erstmal sicher jetzt ein bisschen. Wobei eigentlich, ich werde, glaube ich, gesucht. Deshalb ist es auch nicht so sicher jetzt, was ich hier mache. Aber ist jetzt egal, ich muss jetzt zu meiner Hauptmission. Ich kratze mich mal eben. Ja. Komm, ey. Schade, ich wollte gerade jemanden ins Wasser werfen. Boah, ist das Hammer, ey. Diese Wege immer, die sind ein bisschen... Hat mich dann ein Huhn verfolgt. Ich
hat einen Huhn verfolgt. So, jetzt schnell darüber schwimmen. Oh, das ging ja schnell. Valley Forge, wieder das Jagdrevier. Also, hat mich jetzt so, dieser Freund, wenn man am Anfang des Spiels, sag ich mal, also fast am Anfang, wo man mit Connor angefangen hat, da in dem Spiel, ey, da hat man mit dem Freund trainiert, man hat mit dem gejagt und jetzt, Summer, ey, man musste den töten. Und ich glaube, Connor ist es auch nicht so leicht gefallen, wenn man das so, das fällt eigentlich, glaube ich, jeden Menschen, glaube ich, ein bisschen schwer, dann seinen Freund zu töten, aber... Aber der wollte ihn ja auch töten und Charles Lee hat ihn ja sehr, sehr, sag ich mal, eine Gehirnwäsche verpasst, theoretisch. Er hat ihm gesagt, dass Connor hier der Böse ist und sowas halt. Was natürlich gar nicht stimmt. Und das ist das Krasse, was da so für Intrigen und sowas sind. Das ist schon Hammer, ey, was da passiert. Die Luft sieht hier sehr schwül aus, muss ich sagen. Bestimmt arschheiß hier drin. Wobei es regnet. So. Ich höre Schüsse. Tote überall. Oh, das sind Franzose. Die Opfer, die eure Brüder gebracht haben, dürfen... Hör noch, mein Freund. Und im rechten Moment und Zeuge unseres gloreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles Lee? Bastard. Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwinden. Ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle Mann zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Okay. Ich muss jetzt hier... Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Waffe. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne Chance, mon ami. Ich glaube, der mag das echt nicht so gerne, an die Schultern gepackt zu werden, ne? Ich hoffe, es sterben genug Leute. Ich habe mal den Hauptmann da getötet. Ich weiß noch nicht, was das für einer ist. So. Geh mal hier zur Seite. Die hätte ich neutralisiert. Oh, ich hasse so Sachen, die auf Zeit immer sind, so ein bisschen. Jetzt kommen, da sind auch schon wieder Leute. Habe ich die nicht getroffen oder was? Zirkusreif. Ich habe mein Volk freigeschaltet. Boah, fuck, ey. Ich glaube, das schaffe ich nicht. So, weil die Patrioten, die sind sowas von schlecht.
Oh, das könnte sehr knapp werden. Komm schon. Ey, der soll schneller nachladen. Da sind die nächsten, die mache ich dann, diese große. Komm schon. Alter, los, los. Fuck. Fuck, ey. Ja. Und wieder zu denen hier mal rüber. Los, 25 noch. Ja, 16. Ja, wir schlagen sie auch zurück. Sieben. Acht. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Einen Schuss habe ich noch gefeuert. Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Guck mal, da ist die Kugel noch, die gerade rausgeflogen ist. Los. Rückzug. Muss schneller sein. Alter, du Fuckpferd. Komm her. Oh, wurde der weggerammt. Ich brauche ein Pferd, ey. Ich weiß nicht, wie lang der Weg ist. Ich brauche unbedingt ein Pferd. Wo ist denn ein Pferd, mach? Schnell. Oh Gott, ist doch nicht so schlimm gewesen. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er zwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen.